Sehr spannend ist da, was passiert im Anbaugebiet Limoux. Eigentlich bekannt vor allem für Blanquette de Limoux, für Schaumwein. Aber seit einiger Zeit hat man festgestellt, dass die Böden und gerade die höher gelegenen Lagen, weil dort ist es deutlich kühler wie sonst im Languedoc, fantastisch sind für Chardonnay. Also Jancis Robinson, die geraten jedes Mal in komplette Euphorie. Und ich muss sagen, mich jetzt auch sehr überrascht, wie hoch die Qualität von diesen Chardonnay sind. Sie werden gemacht wie weisse Burgunder, sind aber ein bisschen unterschiedlich im Stil, vielleicht ein bisschen fruchtiger, ein bisschen intensiver. Und vor allem, was sehr spannend ist, sind natürlich viel preiswerter. Köstlich. Château Rive Blanc gilt als einer der besten Produzenten. Wir haben den Pierre Boris können überreden, uns einen von seinen besten Chardonnay von dem Limoux gut zum Vorzugspreis verkaufen. Die nächsten Jahrgänge werden teurer sein, also das ist die Einführung. Aber probieren Sie es, also es ist ein super Chardonnay, im Barrik vergoren, frisch, mineralisch und einfach tiefgründig und vielfältig. Sehr etwas Interessantes und Schönes. Daneben haben wir einen Besuch im Juli, haben alles durchprobiert und Cuvée Or 21 ist einmal mehr ein toller Wein gewesen. Ist sein bester Rotwein, ist sehr nobel, finessereich, vom Stil her erinnert ein bisschen an den Syrah von den nördlichen Rhone, Hermitage oder Côte Rotti. Sehr ein feiner Wein, aber auch tiefgründig, sehr, sehr schön. Wer Interesse hat an einem hochkalibrigen Languedoc, wo es also locker mit einem sehr teuren Rhone-Wein aufnimmt, dem kann ich Cuvée Or nur wärmstens empfehlen. Toll, feinen Nachhall.